Ja, erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog, solange Melanie hier noch ihre mobile Praxis einrichtet. Fangen wir schon mal an. Wir sind hier immer noch an dem tollen, selbst angelegten japanischen Garten mit dem tollen kleinen Teich, klein, 20.000 Liter. Ganz starker, selbst gebauter Filter. Und jetzt geht es auch darum, wenn wir schon hier sind, bis Anfang September, wir wollen den Kunden einen Herbstcheck als kleines Dankeschön, dass wir hier filmen dürfen, schenken. Und hier ist es jetzt tatsächlich so, da kam vor 2 Wochen ein Fisch von uns aus der Anlage, ein Ochiba, noch in Bestand rein. Und jetzt haben andere Fische aus dem Altbestand etwas darauf reagiert, auf das Zusetzen des neuen Fisches mit so einem leichten weißen Schleimüberzug. Also nichts Dramatisches, da geht es nicht um irgendwelche pathogenen Keime, da geht es nicht um irgendwelche Entzündungen oder gar abstehende Schuppen, sondern einfach mal halt gemerkt, dass sind neue Keime mit in den Bestand reingekommen und da haben die anderen jetzt leicht angefangen zu reagieren. Was würdest du das sagen? Was ist das? Worauf beruht das, solange ich den ersten Mal rausfange? Ja, es kann eine Art Stressreaktion sein. Es können natürlich auch Keime sein, mit denen der Altbestand jetzt erstmal zurechtkommen muss. Könnten Parasiten sein, was ich nicht glaube, die sich natürlich sowohl im Altbestand schon befunden haben können, die dann durch so eine Stresssituation gerne mal vermehren können, wenn die Tiere, wenn das Immunsystem der Tiere... Also ich habe hier mal bewusst einen gefangen, der das am Kopf hat. Ja. Machen wir schneller. Genau. Ja. So. Oder natürlich auch, dass der neue Fisch was mitgebracht hat. Jetzt schauen wir mal. So. So, ich nehme gleich die Kamera auf die Hand, das sieht man hier schön am Kopf. So, hier sehen Sie jetzt schön im Kopf, das Weiß. Da wirst du jetzt mal einen Abstrich davon nehmen, oder? Ja. Und wirst es unter dem Mikroskop anschauen. Also die Fische haben ansonsten schöne Schleimhäute. Da gibt es gar nichts, aber es sind einfach 3, 4, die das gerade zeigen. Was tippst du jetzt? Oder ist Arzt nicht so dieser Radeberuf, eher der Diagnoseberuf? Ja, genau. Okay. Also ich würde eher erstmal abwarten. Ich meine, das ist wirklich... Also ich habe auch die Familie gefragt, ob nach dem Zusetzen die Fische, der Fische des neuen Fisches, ob da aufgesalzen wurde, dann heißt es nein. Ich kann Ihnen nur sagen, das sind genau solche Sachen, die Sie eigentlich durch Aufsalzen zu 90% ausschließen können. Also wir haben ja diese Reaktion eigentlich nie mit der weißen Schleimhaut oder haben wir das in der Anlage auch schon gehabt? Nein, habe ich noch nie gesehen. So, das hat vielleicht mit der Temperatur, wobei die ist ja hier auch hoch. Aber ich sage Ihnen, dieses Salz, das wirkt wirklich, wirklich Wunder. Und das ist jetzt wirklich hier nichts Dramatisches. Und darum sagen wir Ihnen das auch so ganz unverblümt, wie das jetzt alles kam. Aber es zeigt wieder, wie sehen die Kiemen aus? Schön. Du hast gesagt schön? Ja, nein. Eine Tierärztin? Nein, aber... Nein, diesen Pigobello. So, ja. Also da gibt es gar nichts. Vielleicht können wir den neuen Fisch von uns auch noch mal rausfangen. Ja, jetzt wäre mir vielleicht recht, wenn wir mal das erst untersuchen. Hm? Machen wir Schritt 1 und dann Schritt 2. Ich meine, logistisch besser wäre es, wenn wir erst beide Fische rausholen und dann die Abstriche nacheinander anschauen. Okay. Du bist schlimmer als meine pubertierende Tochter. Ich habe da ausdiskutieren aufgehört. Ich mache einfach. Lean Management. So. So. Also du willst jetzt gleich den anderen? Ja, würde ich. Und da den neuen, hast du gesagt? Bitte? Ja, den neuen. Oder haben Sie noch einen Wunsch? Welchen Fisch wäre? Den Hiyotsuri? Okay. Ja, welchen jetzt? Dann nehmen wir den Hiyotsuri. Welcher, der, wo das Schwarz am Gesicht hat, oder den? Den. Der mit den Flecken. Ja, der mit den Flecken, ne? Oder hat er das genau das gleiche wie er hier? Der, wo aussieht wie Gerd Müller. Ja, genau, der. Hast du das Netz bereit oder spielst du noch mit deinen Objektträgern rum? Ich hab's bereit und da passt sogar ein großer Erwachsener durch. Da, so. Konishi Number One. Und die Fische werden agil.
sind halt auch Männchen und vor allem große Männchen. Das ist immer eine Herausforderung. Und die Kescher sind jetzt auch nicht gerade meine Lieblinge. Der ist zu tief. Huch. So. Wow, wow, wow. Ja, 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 ja. Alles gut. Alles gut. Hast du noch den neuen gleich? So. Hier sitzt jetzt an der Wange, da oben drauf, dieses Weiß. Der neue von uns, der hat nichts. Schau dir mal die Augen an. Da das haben so ganz viele hier zu, dass sie so einlegend sind. Ja. So einen Was? Also das ist die, die Augenhöhle. Schau mal hier bitte, zeig das nochmal. Sieht aus wie ein Randschuh. Ja. Ja, wenn ich ihn so... Der ist schon sediert. Okay. Also. Ja, ich mach alles. Also es handelt sich aber hier wirklich nur um eine Schleimhautgeschichte. Und das sieht man jetzt auch, wenn ich mit dem Objektträger drüber gehe, dass ich das schön abschaben kann. So. Heieiei. Das hier unten sind das Liegemale. Ein Allmachtsbauch. Aber schön weich. Ja. Nee, Tumor ist das nicht. Das ist ein Hyozuri-Problem. Okay. Gut. Jetzt mal zurück. Noch doch von Hand. Der schläft doch. Nein. So. Also der ist immer noch so wach, dass er sich gleich fängt. Bin ich wieder nochmal hochgeholt. Aber man sieht, er hat sie jetzt gleich wieder gefangen. Nur, dass Sie sehen, dass wir keine betäubten Fische da in den Teich legen. Das ja, der war ja auch noch nicht richtig. Nein, der war ein bisschen anbetäubt. Ne? Genau. So. Gestern wurde Melanie von jemand gefragt, wie das Betäubungsmittel von Koi Discount heißt. Dann sagt, sei sie, ruhig. Dann sagt sie tatsächlich Sleep Well. Du hast gesagt Sleep Well. Nein, ich habe gesagt, das heißt Koi Sleep. Und du hast gesagt Sleep Well. Ausschneiden, Ritschi. Hm? Ausschneiden. Nee, Ritschi, das wurde nicht rausgeschnitten, das war nein, das war geil. Original, was das du mir... Hast du es gesagt oder nicht? Ich habe es wiederholt. Und du hast nicht wiederholt, du hast es gesagt. Nein, du hast es zuerst gesagt. Ich sage so. Gut. Also, schönes Männchen. So, ich schalte sie mal kurz ab. Ja, ich. Und Melanie untersucht. Und wenn wir was wissen, dann hole ich sie wieder dazu. Sag mal was, Melanie. Hallo, Martin. Gut. Ja, Melanie, du hast jetzt die drei Abstriche durchgeguckt, ja. Parasitenmäßig. Null. Bakterien irgendwie, große Anhäufung. Nein, auch nicht. Auch nichts. Also ich habe jetzt keine dunklen Bakterienkolonien in dem Maße sehen können. Ich habe jetzt auch hauptsächlich von den Stellen... Du langst das echt an, das Ding. Einen Abstrich genommen, wo wir diese Veränderung hatten. Also da waren jetzt nicht auffällig viele Bakterien. Ne? Also die normale Anzahl, die man sonst auch hat. Cool. Mhm. Worauf kann sich denn so eine Schleimhautverdickung noch beziehen? Also ich würde jetzt erstmal noch die Wasserwerte schauen, ob da alles in Ordnung ist. Ne? Aber ansonsten sieht es halt auch schon typisch aus nach so Bakterien. Gewöhnungen. Mhm. Also, dass die Tiere punktuell so kleine Schleimhautverdickungen bekommen. Und was würdest du da jetzt empfehlen als therapeutische Maßnahme? Also, ich würde erstmal aufsalzen. Das ist jetzt nichts richtig Pathogenes, weil der Fisch ist ja jetzt auch schon ein paar Tage oder ein paar Wochen hier in dem Teich, hat danach angefangen, klar. Aber da muss man jetzt nicht mit der chemischen Keule kommen oder Angst haben, dass das jetzt irgendwelche
fischpathogenen Keime sind, Eremonaden, Pseudomonaden oder so, die Löcher machen. Das wäre schon viel schneller gekommen und wäre vor allem nicht an diesen Stellen typisch. Mhm. Ne? Das haben ja die Tiere. Und würdest du aber in Zukunft dann empfehlen, dass man den Teich aufsalzt in dem Moment, wo neue Fische reinkommen? Also man kann sowas halt auch. Warte mal kurz, das ist der Endlosbandfilter. Hörst du mich noch? Der Elektrobatteriefisch? Ja. Also man kann sowas nicht vermeiden, aber man kann das ein bisschen abdämpfen. Abdämpfen, indem man aufsalzt, indem man das Immunsystem der Fische ein bisschen pusht. Und ja, durch das Salz wird ja auch das Wasser ein bisschen desinfiziert. Genau. So, dass man damit eigentlich solche ganz Dinge gut fährt. Vermeiden kann. So, ja. Dann machen wir uns jetzt an die Wasseranalyse. Dir vielen Dank. Und die Fische kann man hier in dem Teich überwinden. Man muss sie nicht alle reinholen. Nein. Gut. Das wollten wir hören. In diesem Sinne, alles tschüss. Klar, danke und tschüss.